viel Positives für unsere Bürgerinnen und Bürger und für unsere Stadt geschaffen. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich im Namen des Stadtrates der Stadt Zeitz. Für Ihre nun beginnende Tätigkeit in einem Wirtschaftsunternehmen wünschen wir Ihnen viel Kraft und immer die richtigen Entscheidungen in dieser verantwortungsvollen Funktion. Ich bedanke mich ganz herzlich. Sehr geehrter Stadtratsvorsitzender Herr Borde, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Herr Thieme, werte Mitglieder des Stadtrates der Stadt Zeitz, sehr geehrte Ortsbürgermeister, Ortsbürgermeisterinnen unserer Ortschaften, ich stehe heute hier, um mich bei Ihnen ganz herzlich für die sehr gute Zusammenarbeit während der vergangenen 7 Jahre zu bedanken. Diese Zusammenarbeit diente nie dem Selbstzweck, sondern dem Wohle unserer Stadt Zeitz mit ihren Ortschaften, ihren Einwohnern und Unternehmen. Ich denke gern an die freudigen Momente zurück, wie fruchtbare Diskussionen und Beschlüsse, Freigaben von sanierten Straßen oder sozialen Einrichtungen oder auch, Herr Borde erwähnte es, die Übergabe mehrerer Fahrzeuge für unsere Feuerwehren der Stadt Zeitz. Aber auch schwierige Themen haben wir gemeinsam gemeistert, wie der stete Abwägungsprozess für die immer schon begrenzten finanziellen Mittel der Stadt zu verwenden sind. Von den schwierigen Ereignissen war die unmittelbare Bewältigung des Hochwassers 2013 wie auch die Folgenbeseitigung in den letzten Jahren für mich das Herausragendste. Dabei hat sich auch gezeigt, mit wie viel Herz die Zeitzerinnen und Zeitzer sich gegenseitig helfen, wenn ihr Einsatz gefragt ist. Wir haben aber auch wichtige Impulse für die Entwicklung unserer Stadt gesetzt, wie Neuansiedlungen von Unternehmen wie der Stärkefabrik samt der neuen Werksfeuerwehr Südzucker, die Entwicklung von Stadtvierteln gemeinsam mit der WBG, der Neumarkt. Ebenfalls möchte ich die Fertigstellung der Planung und die Sicherung der Finanzierung für den weiteren Ausbau unseres Franziskanerklosters mit der evangelischen Grundschule nennen oder auch wichtige Bebauungspläne für die Stadtentwicklung, wie der heutige Beschluss zum Bebauungsplan Schützenstraße und vieles, vieles mehr. Werte Damen und Herren Stadträte, liebe Bürgerinnen und Bürger, ich blicke mit Stolz und mit Dankbarkeit auf die letzten 7 Jahre zurück. Der Verlauf der Ereignisse hat es nicht vermocht, dass wir weiter unmittelbar zusammenarbeiten werden. Nichtsdestotrotz empfinde ich eine enge Verbindung zu Ihnen und zu meiner Geburtsstadt Zeitz. Deshalb bleibe ich auch in Zukunft weiter hier in Zeitz engagiert, bei der Verkehrsmacht, beim Partnerschaftsverein Zeitz-Detmold und an anderen Stellen, wenn Rat gefragt ist. Sehr wichtig ist es mir, und damit eine letzte Aussage, von hier aus auch meiner Frau ausdrücklich für die große Unterstützung zu danken, ohne die es mir nicht möglich gewesen wäre, viele Tag- und Abendstunden und Wochenenden für unsere Stadt Zeitz zu wirken. Wir beide, meine Frau und ich, empfanden dies als Verpflichtung in diesem Amt. Für die Zukunft wünsche ich uns allen eine gute, künftige Entwicklung unserer Stadt Zeitz hier im Burgenlandkreis. Einen herzlichen Dank. Ich komme nun zur Tagesordnung und zum Top 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der fehlenden Mitglieder des Stadtrates und der Beschlussfähigkeit. Gibt es Beanstandung zur ordnungsgemäßen und termingerechten Ladung? Das kann ich nicht erkennen. Dann stelle ich die Beschlussfähigkeit
fest, wir sind zurzeit 29 Stadträtinnen und Stadträte. Damit ist die Beschlussfähigkeit gegeben. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3, Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung zur Tagesordnung. Gibt es Ihrerseits Anträge? Auch das kann ich nicht erkennen. Kommen wir zur Beschlussfassung. Wer dieser Tagesordnung Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt um das Kartenzeichen der Ja-Stimme. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Stimmenthaltungen? Somit mit 29 Ja-Stimmen einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4. Entscheidung über Einwendung und Feststellung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung des Stadtrates vom 16.06.2016. Gibt es hier Einwendungen? Das kann ich nicht erkennen. Kommen wir zur Beschlussfassung zur Niederschrift. Wer Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt um die Ja-Stimme. Dankeschön. Die Gegenstimmen bitte. Stimmenthaltungen. Eine Stimmenthaltung. Dankeschön. So, mit 28 Ja-Stimmen beschlossen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5. Bekanntgabe der gefassten Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung des Stadtrates. In der 21. Sitzung des Stadtrates am 16.06. wurden im nicht öffentlichen Teil folgender Beschluss gefasst. Im DOP 24 wurde eine Änderung zum Erbbauzins für den Dennis-Club e.V. Dennis-Anlage Fockendorfer Grund bei 27 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen beschlossen. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 5, rufe auf Tagesordnungspunkt 6, Einwohnerfragestunde. Bevor ich die Einwohnerfragestunde eröffne, gebe ich Ihnen eine kurze Belehrung. Der Stadtrat sowie die beschließenden Ausschüsse führen im Rahmen ordentlicher öffentlicher Sitzung eine Einwohnerfragestunde durch. Der Vorsitzende des Stadtrates bzw. der Vorsitzende des Ausschusses legt in der Einladung zur Sitzung den Beginn der Fragestunde fest. Der Vorsitzende des Stadtrates bzw. der Vorsitzende des Ausschusses stellt den Beginn und das Ende der Fragestunde fest. Findet sich zu Beginn der Fragestunde kein Bürger ein, kann sie geschlossen werden. Die Dauer der Fragestunde kann bis zu 30 Minuten betragen. Jeder Einwohner ist nach Angabe seines Namens und seiner Anschrift berechtigt, höchstens 2 Fragen zu stellen. Zugelassen werden nur Fragen von allgemeinem Interesse, die in die Zuständigkeit der Stadt fallen. Allgemeine Erklärungen oder Diskussionen sind keine Fragen und daher nicht zulässig. Angelegenheiten der Tagesordnung können nicht Gegenstand der Fragestunde sein. Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mündlich durch den Oberbürgermeister, den Bürgermeister, den Vorsitzenden des Stadtrates bzw. durch den Vorsitzenden des Ausschusses. Die Beantwortung einer Frage kann auf den zuständigen Fachbereichsleiter übertragen werden. Eine Aussprache findet nicht statt. Ist die Beantwortung der Frage in der Sitzung nicht möglich, erhält der Einwohner eine schriftliche Antwort, die innerhalb von 4 Wochen gegebenenfalls als Zwischenbescheid erteilt werden muss. Soweit die Belehrung. Ich bitte Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, Ihre Fragen zu stellen. Gibt es Anfragen? Das kann ich nicht erkennen. Damit
schließe ich die Einwohnerfragestunde und den Tagesordnungspunkt 6 und rufe auf den Tagesordnungspunkt 7, Bericht des Oberbürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Stadt und ihrer Verwaltung sowie über die Ausführung der gefassten Beschlüsse. Bitte, Herr Oberbürgermeister, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, verehrte Stadtratsmitglieder, sehr geehrte Mitglieder des Jugend- und Seniorenbeirates, Vertreter der Presse, liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Zeitz. Ich möchte Sie zu unserer heutigen Stadtratssitzung und ich begrüße Sie zu unserer heutigen Stadtratssitzung und möchte Sie zu Beginn möchte zu Beginn die Möglichkeit nutzen, auf positive Entwicklungen in unserer Stadt hinzuweisen. So wurde im August die Weizenstärkeanlage der Südzucker offiziell in Betrieb genommen. Das bedeutet nicht nur Arbeitsplätze in Zeitz, sondern ist auch insgesamt ein positives Signal an unseren Wirtschaftsstandort. Sportlich durften wir uns außerdem über die Übergabe der mehr als 9 Millionen Euro Fördermittel für das Ernst-Thälmann-Stadion freuen. Damit haben wir nun Planungssicherheit für den Sportbetrieb an dieser Stelle, ein wichtiges Signal auch für unsere Vereine. Ein weiteres Glanzstück für Zeitz war die Wiedereröffnung des ersten Teils des Deutschen Kinderwagenmuseums vergangene Woche im Museum Schloss Moritzburg. Die Ausstellung zeigt interaktiv und ganz emotional, wie die Kinderwagenindustrie in Zeitz entstand und mit welchem Unternehmergeist Ernst Albert Nether dereinst vorging. Eine gelungene Veranstaltung und ich freue mich, dass dieser Besuchermagnet wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. In puncto Gebäude konnten wir uns außerdem über die Ersteigerung des Gebäudes Schädestraße 6 und Steinsgraben 11-Rote Straße 30 freuen. Hier ist es uns gelungen, ein Stück Gestaltungsmöglichkeit zurückzuerlangen. Ich gehe nun über zu meinem eigentlichen Bericht. Aus dem Fachbereich Soziales Zeitz, Sachgebiet Kindertageseinrichtungen, ist wie folgt zu berichten. Bezug nehmend auf die Anhebung der Kostenbeiträge für die Kindertageseinrichtungen hat sich der Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur und Sport am 26.05.2016 schriftlich an die Landesregierung gewandt. Ein Antwortschreiben liegt nunmehr vor. Der Ausschuss, der Aussage des Ministeriums, dass alle quantitativen und qualitativen Verbesserungen im Kinderförderungsgesetz durch das Land finanziert sind, wird seitens der Verwaltung widersprochen. In der Sitzung des Arbeitskreises Große Kreisangehörige Städte vom 29.06.2016 einigten sich die Oberbürgermeister darauf, gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt den Nachweis zu führen, dass die Kinderbetreuung mit den derzeitigen Landespauschalen nur unzureichend finanziert ist. Diese Aufgabe übernimmt die Arbeitsgruppe Kostenentwicklung Kitas unter Federführung der Stadt Weißenfels. Aus dem Sachgebiet Kultur und Tourismus, 1050 Jahre Zeitz, ist zu berichten, die Vorbereitungen für die 1050-Jahr-Feier laufen unter Hochdruck. Nähere Erläuterungen dazu erfolgen im Anschluss an meinen Bericht. Museum Schloss Moritzburg, wie berichtet, am 2.9.2016 wurde die neue Kinderwagenausstellung eröffnet. Die Nether-Jahre 1846 bis 1946 stehen hier im Mittelpunkt. Die Vorbereitungen dafür liefen bereits seit dem Jahr 2013 und wir danken dem Land Sachsen-Anhalt und dem Burgenlandkreis für die finanzielle Unterstützung. Ernst Albert Nether ist insbesondere für das zur Verfügung stellen von Dokumenten und sein umfangreiches Wissen zu danken. Aus dem Sachgebiet Bäder ist zu berichten, dass wir bis zum 31.08. dieses Jahres 23.483 Badegäste für das Sommerbad Zeitz verzeichnen konnten. Das liegt im Übrigen erheblich unter den Besucherzahlen des Vorjahres. 2015 konnten wir 31.500
95 Besucher begrüßen. Insgesamt, es kommen für dieses Jahr, für die Zeit seit dem 1.9. noch bis zum 7. September 542 Besucher hinzu. Sie haben vielleicht zur Kenntnis genommen, dass wegen des guten Wetters die Freibadsaison bis zum 9. September eröffnet wurde. Eine weitere Verlängerung ist allerdings aus personellen Gründen nicht möglich. Und aufgrund der geringen Besucherzahlen in diesem Monat von 542 auch wohl nicht sinnvoll. In der Schwimmhalle wird an der Erneuerung der Silikonfugen gearbeitet. Nach Abschluss beginnen alle weiteren Vorbereitungen. Die Eröffnung erfolgt planmäßig am 19.09. Am 20.09. beginnt wiederum das Schulschwimmen. Aus dem Fachbereich Technisches Zeit, Sachgebiet Hochbau, Kita, kleine Maulwürfe, Errichtung einer Löschwasserzisterne, ist zu berichten. Der komplett montierte Kunststoff-Löschwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 100 Kubikmetern ist an der vorgesehenen Erdsenke im Garten der Kita eingebaut worden. Nach Abdecken der Zisterne erfolgt noch eine Verfüllung verbleibender Senken mit zusätzlich anzulieferndem Erdstoff und Verfüllmaterial. Nachfolgend dann Abdeckung mit Kulturboden und Rasensaat. Die Feuerwehrzufahrt über die Straße am Park wurde als Einfriedung mittels Stabgitterzaun und einem zweiflügeligen Tor errichtet. Die Bauabnahme fand am 20.07. statt und per vorliegender Schlussrechnung sind Bauleistungen in Höhe von insgesamt knapp 80.650 Euro dafür erforderlich gewesen. Zum Schwanenteich ist zu berichten. Zur Verbesserung der Wasserqualität des Schwanenteiches wurden bisher folgende Maßnahmen durchgeführt. Erstens Reinigung der Wasseroberfläche durch den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in der 30. Kalenderwoche. Zweitens Behandlung des Teiches durch die Firma Sanbos in der 33. Kalenderwoche mit einer mineralischen und mikrobiologischen Komponente. Die zweite Behandlungsstufe soll ebenfalls mit einer mikrobiologischen und einer weiteren mineralischen Komponente in der 36. Kalenderwoche erfolgen. Weitere Maßnahmen wie eine Entfernung des Wildwuchses an der Hangseite werden geprüft und sollen im Herbst durchgeführt werden. Inwieweit beispielsweise ein Entschlemmen oder die Installation einer Belüftungsanlage oder andere Maßnahmen erforderlich und auch umsetzbar sind, befindet sich ebenfalls noch in der Prüfung. Aus dem Sachgebiet Gebäude- und Flächenmanagement ist an laufenden Maßnahmen aufzuführen: Sanierung, Weitsprunganlage der Sekundarschule am Schwanenteich, Verkauf Schulgrundstück Theißen, Verhandlungen mit Investoren bezüglich Schulgrundstück Wirchwitz, Vorbereitung einer Teilabrissmaßnahme für den Bahnhof Zeitz und Verhandlungen über ein Baugrundstück zur Errichtung einer neuen Cut-Schutzhalle. Aus der Thematik Neugestaltung Brühl ist zu berichten, dass bis auf die Anbindung in der Scharrenstraße die Kanalbauarbeiten abgeschlossen sind. Im östlichen Baufeld sind die Straßenarbeiten ebenfalls fast fertiggestellt. An der Westseite werden abschnittsweise noch Flächengrabungen unter Leitung des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie durchgeführt. Nach Verlegung der Versorgungsleitungen wurde abschnittsweise die HGT-Schicht eingebaut. Bis Dezember 2016 sollen durch die Firma Straßen- und Tiefbau GmbH Osterfeld der Mischwasserkanal Gas-, Wasser- und Stromleitungen und Beleuchtungskabel neu verlegt und die Straße, Gehwege und der Platz grundhaft ausgebaut werden. Die Maßnahme wird weiterhin durch das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Halle archäologisch betreut. Erster Bauabschnitt Schützenstraße. Der Regen- und Schmutzwasserkanalbau ist einschließlich der Hausanschlüsse bis kurz vor der Kreuzung August-Bebel-Straße, Schützenstraße abgeschlossen. Ebenfalls verlegt sind die Versorgungsleitungen, das heißt Mittel- und Niederspannung, Wasserleitung, Beleuchtungskabel einschließlich Umbindungen der Hausanschlüsse. Parallel dazu wurde im zukünftigen Kreisverkehrsplatz
aus Richtung Tröglitzer Straße mit den Straßenbauarbeiten und Pflastern der Gehwege begonnen. Mit den Straßenausbauarbeiten, das heißt Setzen der Bordanlagen und Pflastern der Gehwege begonnen, so ist es richtig. Für die 37. Kalenderwoche ist der Einbau des Asphalts im ersten Abschnitt vorgesehen. Aus dem Fachbereich Recht und Ordnungswesen, Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz, kann kurz berichtet werden, dass im Zeitraum Juni bis August 2016 die Feuerwehr der Stadt Zeitz zu insgesamt 72 Einsätzen gerufen wurde. Im Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz wurde Anfang August wurden Vorstellungsgespräche und ein Einstellungstest für eine zu besetzende Brandmeisterstelle als Krankheitsvertretung durchgeführt. Die Stelle wird ab dem 1.10.2016 wahrgenommen. Fachbereich Zentrale Dienste, Wahl des Beigeordneten bzw. Bürgermeisters. Die Wahl erfolgt in einer Sondersitzung des Stadtrats am 22.09.2016. Der Dienstantritt des neuen Beigeordneten richtet sich nach dessen Verfügbarkeit. Aus dem Referat Wirtschaftliche Entwicklung ist zu berichten zum Thema Entwicklung Innenstadt, dass es in den zurückliegenden Monaten eine weitere Geschäftseröffnung in der Zeitzer Innenstadt gab. Es handelt sich hierbei um den Laden Stefanis Stoffliebe in der Brüderstraße 7. Zum Bahnhof Zeitz ist zu berichten, die Mitteilung über die Aufnahme in das Jahresprogramm ÖPNV-Investitionsprogramm 2016 des Landes Sachsen-Anhalt, Revitalisierung von Empfangsgebäuden, liegt vor. Der Förderantrag wird daher zeitnah eingereicht. Die Akquise zur Gewinnung neuer Mietinteressenten läuft weiter. Dazu werden insbesondere zum Tag des offenen Denkmals am 11. September die noch freien Mieträume für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Meine Damen und Herren, ich komme nun zum Sachgebiet Haushalts- und Rechnungswesen. Seit meiner Amtsübernahme am 1. Mai 2016 habe ich das Ziel verfolgt, einen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 aufzustellen. Die Aufstellung des Haushaltsplanes gestaltete sich jedoch äußerst schwierig, da der Bedarf an Finanzmitteln, die zur Verfügung stehenden Finanzmittel, in einer immensen Höhe überstieg, sodass die Erreichbarkeit eines Haushaltsausgleichs nahezu unmöglich erschien. Sie werden sich sicher an die Berichterstattung zur Stadtratssitzung ab 16. Juni dieses Jahres erinnern, in der ich bekannt gab, dass zum Zeitpunkt meines Amtsantritts der Ergebnisplan ein Defizit von ca. 5 Millionen auswies. Bei der Investitionsplanung waren ca. 3 Millionen der geplanten Auszahlungen nicht gedeckt. Die wesentlichen Ursachen für diese Defizite lagen zum einen in niedrigeren Finanzzuweisungen des Landes für das Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rund 2,1 Millionen Euro. Darüber hinaus hatten die Änderungen des KIföG und insbesondere die Tariferhöhungen eine Erhöhung der Aufwendungen um ca. 2,2 Millionen Euro zur Folge und damit einschneidende Auswirkungen auf die Haushaltssituation. In etlichen Klausurtagungen zum Haushaltsplan 2016 innerhalb der Verwaltung wurde nach Einsparmöglichkeiten gesucht und auch sehr kontroverse Auseinandersetzungen über die Verteilung der begrenzten Mittel geführt. Die Aufstellung eines Haushaltsplans und dessen Genehmigung ist jedoch die Voraussetzung, um neue, dringend notwendige Investitionsmaßnahmen wie zum Beispiel die Weißenfelser Straße überhaupt beginnen zu können. Doch trotz der drastischen Kürzung ist es in diesem Jahr erstmalig nicht gelungen, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt herzustellen. Auch nach der zusätzlichen Zuweisung für die Kinderbetreuung in Höhe von ca. 276.000 Euro sowie der Erhöhung der Finanzausgleichsmasse 2016, die der Landtag von Sachsen-Anhalt am 2.9.2016 verabschiedet hat und wodurch die Stadt mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von rund 832.000 Euro
verbindlich rechnen kann, ist der Haushaltsausgleich nicht möglich. Es wird ein Haushalt zur Beschlussfassung vorliegen, der im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag zwischen den Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1,78 Millionen Euro ausweist. Dieser Differenzbetrag resultiert aus den Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen abzüglich der Beträge aus der Auflösung der Sonderposten. Die Genehmigungsfähigkeit dieses unausgeglichenen Haushaltsplanes 2016 ist nur dadurch gegeben, dass die Stadt Zeitz von der Möglichkeit der vom Land Sachsen-Anhalt per Erlass eingeräumten vorübergehenden Erleichterung des Haushaltsausgleichs Gebrauch macht. Dadurch kann im Rahmen der Haushaltsplanung eine Verrechnung von Jahresfehlbeträgen mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden. Diese Regelung besteht allerdings letztmalig für dieses Haushaltsjahr und seitens des Landes Sachsen-Anhalts wurde bereits klargestellt, dass es eine Verlängerung dieser Regelung nicht geben wird. Bedingt durch das Auslaufen dieser Regelung und in dem Wissen, dass sich die Finanzzuweisungen des Landes in den folgenden Jahren noch weiter reduzieren werden, ist absehbar, dass sich der finanzielle Handlungsspielraum der Stadt Zeitz erheblich einschränken wird. Der Entwurf des Haushaltsplanes 2016 wurde im Übrigen am 26.07.2016 der Kommunalaufsicht des Burgenlandkreises zur Vorprüfung übergeben. Im anschließenden Gespräch wurde von der Kommunalaufsicht die Empfehlung gegeben, den Haushalt 2016 bereits am 8.09., also heute, dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. Die Prüfung des Entwurfs durch die Kommunalaufsicht wurde bis zum 9.08.2016 zugesagt. In der Zwischenzeit wurde verwaltungsintern die organisatorischen Vorbereitungen für den neuen Zeitplan getroffen, was sich insbesondere auf das Ausdrucken bezieht. Das Schreiben der Kommunalaufsicht zum Entwurf der Haushaltssatzung 2016 einschließlich des Haushaltsplans der Stadt Zeitz ging am 10.08.2016 ein und wurde Ihnen zur Kenntnis gegeben. Die Prüfung durch die Kommunalaufsicht auf 12 Seiten umfasste im Wesentlichen die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung, die Genehmigungsfähigkeit der geplanten Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sowie die Entwicklung der Liquidität. Auf den angesprochenen 12 Seiten festgestellt wurde hauptsächlich, dass die sachliche und zeitliche Unabweisbarkeit der Investitionsmaßnahmen nicht vollumfänglich nachvollziehbar dargestellt wird, woraus keine Aussage zur Genehmigungsfähigkeit der geplanten Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen getroffen wurde. Ferner, dass die Entwicklung der Liquidität und die Liquiditätsplanung nicht nachvollzogen werden kann und dass der Maßnahmeplan zur Verbesserung der Liquidität bislang noch nicht vorliegt. Seitens der Kommunalaufsicht wurden die Hinweise gegeben, die sachliche und zeitliche Unabweisbarkeit nachvollziehbar für alle Investitionsmaßnahmen darzulegen, sowie verschiedene Fragen und Problemstellungen zu einzelnen Maßnahmen zu klären, die sich auf die Veranschlagungen in der Investitionstätigkeit auswirken, die Investitionsplanung auf die Kassenwirksamkeit abzustellen, die Veranschlagung im Haushalt 2016 zu bearbeiten und die Liquiditätsplanung bis zum 31.12.2016 zu überarbeiten. Aufgrund dieser Feststellung und Hinweise der Kommunalaufsicht traf mein Vertreter, Herr Otto, am 10.08. die Entscheidung, dass infolge der Nachforderungen der Kommunalaufsicht der vorgesehene Zeitplan nicht eingehalten werden kann, eine komplette Überarbeitung des Investitionsplans nach Kassenwirksamkeit vorzunehmen ist und die Liquiditätsplanung nach empfohlenem Muster zu überarbeiten ist. Derzeit befindet sich der Haushaltsplan im Druck. Die Investitionsplanung wurde neu aufgestellt und orientiert sich an der Kassenwirksamkeit, wie gefordert, der Maßnahmen. Die Liquiditätsplanung wurde komplett nach dem Aufbau des Finanzplanes überarbeitet und aktualisiert. Darüber hinaus wurde ein Maßnahmenplan zur Verbesserung der Liquidität erarbeitet.
der Ihnen mit dem Haushaltsplan 2016 zur Beschlussfassung vorgelegt werden wird. Der Haushaltsplan 2016 geht allen Stadträtinnen und Stadträten zum Ende der nächsten Woche zu. Nach der Beratungsfolge in den Fachausschüssen und der Anhörung in den Ortschaften soll die Beschlussfassung in der Sitzung des Stadtrates am 27.10. erfolgen. Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird das Thema der Haushaltskonsolidierung unausweichlich in den Vordergrund unserer Diskussionen zur Aufstellung eines Haushaltsplanes rücken müssen. Es ist sicher für jeden nachvollziehbar, dass die Durchführung von Leistungen in gleichem Umfang mit wesentlich geringeren finanziellen Mitteln sich eindeutig auf die Qualität dieser Leistungen oder Aufgaben auswirken wird. Dies ist für Sie, verehrte Stadträtinnen und Stadträte, sowie auch für alle Bürger der Stadt Zeitz bereits seit längerem öffentlich sichtbar. Auch vor dem Hintergrund des äußerst hohen Bedarfs an Liquiditätskrediten, der in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 mit maximaler Höhe von 15 Millionen Euro festgesetzt ist, steht die Aufgabe, einer weiteren Verschuldung entgegenzuwirken. Die Kommunalaufsicht fordert bereits mit der Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2016 einen Maßnahmeplan zur Verbesserung der Liquidität zu beschließen. Derzeit beträgt der in Anspruch genommene Liquiditätskredit 12 Millionen Euro. Dieser Betrag resultiert unter anderem aus den Defiziten der Finanzrechnungen der Vorjahre. Das heißt, die kassenwirksamen Auszahlungen überstiegen die Einzahlungen in den Haushaltsjahren 2013 in Höhe von ca. 3,2 Millionen, 2014 in Höhe von 6,1 Millionen und in 2015 in Höhe von ca. 2,7 Millionen Euro. Eine Verbesserung der Liquidität ist nicht ohne Maßnahmen zur Einsparung von Haushaltsmitteln oder zur Erhöhung der Einnahmen möglich. In dieser Situation drängt sich zwangsläufig die Frage auf, welche Aufgaben sich die Stadt Zeitz in Zukunft noch leisten will und noch leisten kann, beziehungsweise in welchem Maße eine finanzielle Beteiligung der Bürger zumutbar ist. Jedem ist bewusst, dass hierbei nicht die Erfüllung der Pflichtaufgaben allein, sondern die Leistung freiwilliger Aufgaben, im Besonderen die eine Stadt lebens- und liebenswert machen, auf dem Prüfstand stehen. Dieser Aufgabe muss sich die Verwaltung genauso wie die Politik stellen, da geeignete Maßnahmen eine breite Akzeptanz erfordern. Die Fachbereiche und alle Mitarbeiter der Verwaltung habe ich bereits aufgefordert, Vorschläge zur freiwilligen Konsolidierung zu unterbreiten und sich somit aktiv an den notwendigen Veränderungen zu beteiligen. Diese Vorschläge werden derzeit geordnet und sollen anschließend hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Auswirkungen untersucht werden. Da sich die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2017 unmittelbar an die Beschlussfassung zum Haushalt 2016 anschließen wird, damit wir kommendes Jahr früher einen Haushalt haben, möchte ich auch alle Fraktionen und jede einzelne Stadträtin und jeden einzelnen Stadtrat ausdrücklich bitten, den entsprechenden Fachausschüssen oder mir Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung zur Diskussion zu unterbreiten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen für den Bericht, Herr Oberbürgermeister. Schließe den Tagesordnungspunkt 8 und rufe auf Tagesordnungspunkt 9, Anfragen. Tagesordnungspunkt 8, Anfragen zum Bericht des Oberbürgermeisters. Herr Gentsch, bitte. Ja, meine Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister, was sollen wir noch für Anfragen stellen? Also der Bericht hat alles ausgesagt, ich muss es mal so sagen. Und ich bin 26 Jahre in der Kommunalpolitik tätig, Kreistag, Stadtrat und anderen Gremien.
Aber so ein Desaster, nicht durch die Verwaltung hervorgerufen, auch nicht durch Sie, sondern einzig und allein durch die Landesregierung mit ihrem Finanzministerium. Und wenn ein ehemaliger Finanzminister nur die schwarze Null muss her, an wen ist es gegangen? An die Bürger. Und das kommt genauso wieder. Und ich muss Ihnen sagen, Konsolidierung ja, aber mit Sachverstand und mit Überlegung. Aber Erpressen von Seiten der Kommunalaufsicht oder von oben, also das Spiel macht die Linksfraktion nicht mit. Herr Heller, bitte. Herr Oberbürgermeister, Sie hatten erwähnt, die Ausschreibung zum Beigeordneten. Dazu hat meine Fraktion ein paar Fragen, die ich hier zu Protokoll geben möchte und um Beantwortung bitte. Erstens, wer hat die Ausschreibung ausgefertigt? Zweitens, wer hat welche Person zu den Vorstellungsgesprächen eingeladen? Welche der OB, welche der Stadtratsvorsitzende? Drittens, ist es richtig, dass ein Bewerber eingeladen wurde, der die Unterlagen mit dem Vornamen und einer 18 unterschrieben hat? Wenn ja, wer? Wir halten das für einen absoluten Skandal, diesen Mann überhaupt eingeladen zu haben und die Unterlagen nicht sofort dem Staatsschutz zu übergeben. Viertens, ist die Rechtmäßigkeit der Ausschreibung geprüft worden? Und wenn ja, mit welchem Ergebnis? Wir zweifeln die Ordnungsgemäßigkeit der Ausschreibung an. Vielen Dank. Die erste Frage lautet, wer hat die Ausschreibung ausgefertigt? Wie darf ich diese Frage verstehen? Also die Person, die ausführende Person, meinen Sie? Ein Mitarbeiter der Verwaltung, der damit beauftragt ist. Also, ich meine, Sie wollen ja wohl keine Namensnennung, gehe ich mal davon aus, erst recht nicht im öffentlichen. Ja? Wenn Sie möchten, können Sie natürlich auf diese Frage zurückkommen. Die Frage 2, wer hat welche Personen zu den Vorstellungsgesprächen eingeladen? Hier, ja gut, die Namen, glaube ich, sind. Die Namen der Bewerber sind, glaube ich, nicht unbedingt schutzbedürftig, weil es sich hier um ein öffentliches Amt handelt. Deshalb gehe ich davon aus, dass hier keine Einwände bestehen, dass ich hier zumindest die Nachnamen nenne. Ich persönlich habe mich für die Ladung der Bewerber, ich gehe jetzt nach dieser Liste vor, Weber, Karsten, Zeitler, Flammiger und Schwarz, entschieden. Die Ladung von Herrn Büge erfolgte auf Wunsch von Herrn Borde und die Einladung von Frau Anders erfolgte auf Wunsch von Herrn Strauch, wenn ich mich richtig, oder auf Ihren Wunsch. So sieht es aus. Drittens, die Frage lautet, ist es richtig, dass ein Bewerber eingeladen wurde, der die Unterlagen mit Vornamen und 1.8 unterschrieben hat? Dazu muss ich sagen, ja, was soll ich dazu sagen? Auf diese Interpretation, dass es sich um eine 1 und eine 8 handeln könnte, hat Herr Strauch hingewiesen. Ich persönlich, also ich finde, man muss, also ich habe schon gesagt, man muss sich irgendwie in dem Metier auskennen, um zu wissen, was das bedeutet oder bedeuten könnte. Und es ist aus meiner Sicht lediglich eine Meinung, worum es sich handelt. Es ist aus meiner Sicht keine Tatsache und man hätte ihn zumindest dazu befragen müssen, wie er das sieht. Aber, bitte?
Gut, aber unter Berücksichtigung der Antwort zu Frage 2 muss ich mir da, glaube ich, keinen... Ja, also wie gesagt, ich habe das nicht gesehen. Ja, also ich... Frage 4. Ist die Rechtmäßigkeit der Ausschreibung geprüft worden und wenn ja, mit welchem Ergebnis? Die Verwaltung hat keinen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Ausschreibung. Das ist die Antwort darauf. So, Herr Heller, noch eine Nachfrage. Ja, noch eine Nachfrage. Rein zufällig hatten wir die Unterlagen uns alle angeschaut, von allen Bewerberinnen und Bewerbern. Und komischerweise ist uns das mit der 18 aufgefallen und wir hatten sofort das Veto eingelegt. Das kann man so nicht dulden, Herr Oberbürgermeister. Wie Sie das interpretieren, ist mir letztendlich egal. Das geht so in dieser Stadt nicht. Herr Gentsch. Herr Oberbürgermeister, es kann möglich sein, dass Sie das nicht wissen, was die 1,8 bedeutet. Ich weiß es inzwischen. Sie wissen es nicht. Inzwischen weiß ich das, ja. Inzwischen wissen Sie das. Und ich muss sagen, derjenige, der diesen Herrn eingeladen hat, und jetzt achten Sie auf meine Formulierung, könnte es möglich sein, dass dieser Herr oder der eingeladen hat, mit diesen Herrn sympathisiert? Der Stadtrat von der NPD, der könnte das Ihnen alles erklären, diesen Herrn erklären, was heißt 1,8 und was heißt 8,8. Nee, da brauchen Sie nicht mit dem Kopf zu schütteln, Herr Borde. Es ist beschämend, muss ich nochmal sagen, dass ein, und ich habe auch die Unterlagen mir angeguckt, wenn da immer steht 1991 bis Punkt, 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 1992 Punkt, 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 und also... So weit kann es nicht gehen und dann heißt es, wenn es gut geht, vielleicht noch in einer Tageszeitung, Beirat gehört der NPD an. Also wenn wir da so weit sind, also dann danke ich vielmals. Ja. Also das ist eine Missachtung der Stadträte. Ganz eindeutig. Andere Bitte, die Sie geäußert haben, kann nur der Stadtrat beantworten. Denn bis jetzt ist so, dass alle Hochwassermaßnahmen ausschließlich in dem nicht öffentlichen Teil des Hochwasserausschusses als Bestandteil des Hauptausschusses behandelt werden. Und dieser Beschluss, der im August 2013 gefasst worden ist, das war der 13. August, ist immer noch gültig. Deswegen vielleicht auch mal als Erklärung für alle anderen, reden wir über die zahlreichen Hochwassermaßnahmen, auch jetzt beim Bericht des Oberbürgermeisters, nicht im öffentlichen Teil und auch nur ausschließlich in diesem Gremium, weil es so festgelegt worden ist. Und diese Festlegung kann ich ohne, ich sage mal, dass der Stadtrat sich damit beschäftigt, als Verwaltungsmitarbeiter nicht aufheben. Danke. Gibt es weitere Anfragen? Das kann ich nicht erkennen. Bevor ich den Tagesordnungspunkt schließe, möchte ich noch mal darauf hinweisen, Sie haben eine Tischvorlage erhalten als Ergänzung zum Bericht des Oberbürgermeisters, Sachstandsbericht der Stadt Zeitz zur 1050-Jahrfeier. Diese Unterlage, darauf möchte ich hinweisen, dass Sie die durcharbeiten, damit Sie Kenntnisstand von dem bisherigen Arbeitsstand bekommen. In den folgenden Sitzungen werden wir dazu beraten. Natürlich in den Ausschüssen vorberaten. So, Herr Hedrich, zum Tagesordnungspunkt 8. Das war nur ein Hinweis, Herr Hedrich. Ich möchte diesen Hinweis aufgreifen und ich möchte mal nachfragen, da gibt es eine Arbeitsgruppe. Und ich möchte auch nachfragen, warum einige Mitglieder dieser Arbeitsgruppe in der Vergangenheit nicht eingeladen worden sind. Da der Wissensstand, ich habe mir das ganz ordentlich durchgelesen in der Kürze der Zeit oder versucht durchzulesen, es ist leider so, ich bin auch Mitglied dieser Arbeitsgruppe, dass ich
der letzten Zeit keine Einladung erhalten habe. Ich möchte die Gründe wissen. Frau Langenberg, bitte. Herr Hittrich, ich werde das nachprüfen. Ich kann Ihnen das jetzt nicht beantworten. Ich werde das nachprüfen und wir werden das auch zu Protokoll geben. Ich kann mich nur an der Stelle entschuldigen. Ich kann Ihnen aber versichern, es gibt den Arbeitskreis noch und wir werden auch zeitnah wieder einladen. Dankeschön, Frau Langenberg. So, gibt es weitere Anfragen? Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 8. Rufe auf Tagesordnungspunkt 9. Wahl der Schiedspersonen. Vorbereiten im Haupt- und Wirtschaftsausschuss und einstimmig mit 11 Ja-Stimmen so beschlossen. Gibt es Diskussionsbedarf? Dann kommen wir zur Beschlussfassung. Der Stadtrat beschließt, für die Schiedsstelle der Stadt Zeitz werden für die Dauer von 5 Jahren folgende Schiedspersonen gewählt. Frau Angela Süß, Frau Silvia Maria Borowski. Vorsitzende der Schiedsstelle wird Frau Süß. Dem Direktor des Amtsgerichtes ist eine namentliche Besetzung der Schiedsstelle mitzuteilen. Wir kommen zur Beschlussfassung. Wer Zustimmung erteilt, bitte ich um die Ja-Stimmen. Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Drei Gegenstimmen. Sie hatten aber, Herr Exler, bitte die richtige Karte. Bei Gegenstimmen hatten Sie grün. Bitte achten. Darauf achten. So, drei Gegenstimmen. Stimmenthaltungen. Eine Enthaltung. Dankeschön. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 9, rufe auf Tagesordnungspunkt 10. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Zeitz. Vorbereiten am 1.9.2016 im Haupt- und Wirtschaftsausschuss und einstimmig mit 12 Ja-Stimmen so beschlossen. Gibt es Redeanträge? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Beschlussfassung. Der Stadtrat beschließt, die vierte Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Zeitz vom 7.8.14 gemäß Anlage. Wer Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt die Ja-Stimmen. Dankeschön. Ich stelle Einstimmigkeit fest. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 10, rufe auf Tagesordnungspunkt 11. Aufstellungsbeschluss für die Erstellung des Bebauungsplanes Nummer 75, Schützenstraße in Zeitz. Vorbereiten am 24.08.16 im Bauausschuss, 7 Ja-Stimmen, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Am 1.9.16 im Haupt- und Wirtschaftsausschuss 9 Ja, 0 Nein, 3 Enthaltungen. Gibt es Redeanträge? Herr Nicolai, bitte. Wie auch schon im Hauptausschuss würde ich von unserer Fraktion den Antrag stellen. Die Fraktion ALAFD beantragt im Beschlusstext im Absatz 2, in Klammern, es wird folgendes Plans hier angestrebt, den Punkt 2 Sicherung und Erhalt bzw. Wiederherstellung der Blockrandbebauung zu streichen. Dankeschön. Herr Exler, bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben ja sicherlich oder nicht ganz richtig entnommen, dass der Bauausschuss der ursprünglichen Vorlage, die also drei Punkte als Planungsziel vereinbart hatte,
mehrheitlich oder einstimmig zugestimmt hat. Der Hauptausschuss hat der geänderten Vorlage, wie Herr Nicolai gerade ausgeführt hat, mehrheitlich zugestimmt. Wir befinden uns, zur Erinnerung vielleicht, in der Innenstadt, in der Zeitzer Innenstadt. Die Schützenstraße war einst unsere Prachtstraße. Ist es richtig, dort einen Bebauungsplan aufzustellen. Es gibt jemanden, der dort aktiv werden möchte und dort, wie im Planungsziel auch öffentlich bekannt gegeben, die Schaffung von Baurecht zur Errichtung eines Lebensmittelvollsortimentmarktes. Weiterhin soll als Planungsziel vereinbart sein Erhalt des Fabrikgebäudes, Bergstation der ehemaligen Drahtseiler Eisenbahn. Und ich möchte hiermit den Antrag stellen, dass also der Ursprungsantrag aus dem Bauausschuss oder der von der Verwaltung vorgelegt wurde, auch mit dem Punkt, der auch den Punkt beinhaltet, Sicherung und Erhalt bzw. Wiederherstellung der Blockrandbebauung, dass dies im Beschlusstext enthalten bleibt, als Planungsziel vereinbart ist. Die Stadträte haben ja freundlicherweise eine Skizze von dem Vorhaben bekommen. Dort sehen Sie vielleicht, dass diese Blockrandbebauung vom Investor schon wieder benutzt wird, indem man nämlich entlang der Thomas-Mann-Straße und einem Teil der Schützenstraße den Blockrand wiederherstellt. Es geht aber darum, dass also weiter, wenn wir die Schützenstraße, vor ein paar Jahren sah sie ja vielleicht noch so aus, uns vorstellen, standen also rechts und links am Bürgersteig Häuser. Und dieser Blockrand soll also wieder dargestellt werden. In welcher Form werden die Träger öffentlicher Belange, also im Beteiligungsverfahren, dann bestimmt herausarbeiten. Das Stadtplanungsamt wird dort entsprechende Vorschläge in den Bebauungsplan einzeichnen. Ich bin aber dagegen, dass also schon während des Ausstellungsbeschlusses diese Blockrandbebauung gestrichen wird. Wir befinden uns, wie gesagt, unmittelbar in der Zeitzer Innenstadt. Wir haben kurze Entfernung in das Stadtzentrum, in den Fußgängerbereich. Wir bauen gerade die Schützenstraße. Wir haben eine geschlossene Blockrandbebauung im gesamten Gebiet, August-Bebel-Straße, von Hannerstraße, Schillerstraße. Überall finden Sie diese Gründerzeit. Nur an dieser Stelle soll jetzt plötzlich diese Blockrandbebauung aufgegeben werden. Mir ist bewusst, dass an dieser Stelle kein neues Gebäude, großes Gebäude errichtet werden kann. Es geht hier darum, dass dort wie auch immer durch eine Baumreihe, durch Zäune, durch Mauern dieser Blockrand dargestellt wird. Wir haben im Bereich der Kramerstraße, im Bereich des Neumarktes Häuser abgerissen. Auch dort war es gefordert von der Denkmalschutzbehörde, dass dort der Blockrand, die ehemalige Bebauung, dargestellt wird. Das mag hin und wieder nicht ganz so glücklich sein, wie es jetzt ist. Aber wir können nicht einfach in der Stadt, in der Mitte was wegreißen und dann diese Lücken so dauerhaft so lassen. Mit diesem Bebauungsplan legen wir was fest, was dauerhaft so sein soll in der Stadt Zeitz. Es geht also nicht um eine Baulücke, die hoffentlich in ein paar Jahren wieder geschlossen wird. Deshalb bitte ich Sie, dem Antrag zuzustimmen, dass der Ursprungsantrag, der also auch die Sicherung, den Erhalt und die Wiederherstellung der Blockrandbebauung beinhaltet, zuzustimmen. Danke. Dankeschön, Herr Exler. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Posolski, bitte. Tja, ich habe leider jetzt etwas verpasst, aber wir haben im Hauptausschuss eine Abstimmung durchgeführt, um diesen Passus zu streichen. Und wenn mich recht erinnere, ist er durchgegangen mit 7 oder 8 zu 4. Ja, so ungefähr. Folgendes. Die Stadtverwaltung, ich habe es schon dort ausgeführt im Hauptausschuss, wenn jemand baut, versucht man ja immer wieder, sagen wir mal, Steine im Weg zu legen. Da braucht doch gar nicht zu lachen, das ist so. Hinten auf dem Schützenplatz in unserem berühmten Loch war es damals, sollte ja die ganze Kreuzung ausgebaut werden, dann sollte dieses Gebäude zweistöckig gebaut werden und, bis der Investor dann ja, sich zurückgezogen hat. Jetzt ist uns zu Ohren gekommen, dass dort am Fußweg in der Schützenstraße von der Pestalozzi-Straße bis zur Thomas-Mann-Straße eine Mauer gebaut werden soll. Gut und schön, eine Mauer. Aber meine Damen und Herren, was ist denn eine Mauer? Eine Mauer, einen halben Meter hoch, zum Draufsitzen mit einer Abdeckung, die in Kürze in Zeitz runtergerissen wird. Zweitens, eine höhere Mauer, die dann wieder beschmiert wird oder wo man sich draufsitzt und dann den Abfall einfach fallen lässt. Wichtig ist, dass dort eine Abgrenzung ist und wer die Pläne schon gesehen hat,
dass wir dort eine Hochbordte setzen, das ist richtig, dass die Leute nicht drüber fahren können. Das ist zu erreichen, wenn die Borte schon 20, 25 Zentimeter hoch ist, aber auf keinen Fall eine Mauer, die beschmiert wird, zerstört wird, abgerissen wird und der Müll liegt. Wo wir darauf achten sollten in dieser Bebauung, ist, dass wir reichlich Übergänge haben auf die andere Straßenseite. Nicht, dass die ganze Zeit bis vorlaufen oder hinterlaufen müssen, die Leute, sondern dass die Querung so oft wie möglich gewährleistet ist, bis auf den Fußweg zu kommen. Denn damit hätten wir natürlich auch die Möglichkeit, auf der anderen Straßenseite, wenn die Leute da drüben eingekauft haben, die anderen Gebäude zu besuchen oder Geschäfte, die eventuell dort sind und Einrichtungen. Aber von der Mauer dahin zu setzen, auf keinen Fall. Danke. So, Herr Exler, noch mal eine Nachfrage. Ja, auch wenn es so nett formuliert ist von Herrn Bosalski, dass bei uns jede Mauer sozusagen zweckentfremdet wird, indem sie bemalt wird oder von Sitzgelegenheiten, wie auch immer, benutzt wird. Ich denke, es gibt viele schöne Ecken in der Stadt Zeitz, wo nicht irgendwelche wilden Dinge dran gemalt wurden und wo die Bürger sich freuen, dass es eine Mauer, eine Sitzbank oder was auch immer gibt. Es geht hier um eine Blockrandbebauung. Es geht nicht um eine straßenbegleitende Bebauung, wie das damals im hinteren Schützenplatz gefordert wurde. Und es geht nur darum darzustellen, dass früher dieses Stadtgebiet an dieser Stelle mit Häusern bebaut war. Und demzufolge kann dieses Planungsziel drin bleiben, wie das auch immer aussieht. Ob das eine Mauer ist, ein Zaun ist, ein Grünstreifen, wie auch immer, dass dieser Blockrand wieder dargestellt ist. Zu den Übergängen. Sie kennen die Planung der Schützenstraße. Dort wissen Sie, dass dort eine Umsteigebushaltestelle auf beiden Seiten errichtet werden soll, sofern wir, Herr Thieme hatte ausgeführt, zum Haushalt dann auch mal zur Schützenstraße zweiter Bauabschnitt kommen. Demzufolge wird es am Anfang und am Ende der Schützenstraße auch Übergänge geben. Ich glaube, ein Übergang mit so einer Fußgängerquerung wird auch jetzt im Ausbau des jetzigen Teilbereichs Schützenstraße schon gemacht. Ich verstehe also nicht das Ansinnen, diese Blockrandbebauung im Aufstellungsbeschluss wegzulassen, dieses Planungsziel einfach aufzugeben, ohne die Träger öffentlicher Belange anzuhören, die Sachargumente abzuwägen und dann im Aufstellungs- und Satzungsbeschluss darüber zu entscheiden, ist es denn sinnvoll oder nicht. Wir reden hier über den Aufstellungsbeschluss, das heißt, jetzt geht das Verfahren los und da kann man diese Dinge doch ganz einfach drin lassen. Es ist also Quatsch, jetzt diesen Punkt Blockrandbebauung zu streichen aus meiner Sicht. Deshalb, wie gesagt, wiederhole, nochmal den ursprünglichen Antrag abzustimmen. Danke. So, Frau Späte, dann Herr Seidel. Ja, ich unterstütze ausdrücklich, was Herr Exler eben nochmal vorgetragen hat. Für den Aufstellungsbeschluss ist diese hier formulierte Sicherung der Blockrandbebauung überhaupt kein Problem im Verfahren. Es hindert nichts, es klärt nur. Und es hindert weder den zukünftigen Plan des Investors. Das kann alles noch verhandelt und besprochen werden. Ich unterstütze also ausdrücklich, was hier der Bauausschuss auch schon empfohlen hat. Im Hauptausschuss war sicherlich die Diskussion, ging dann etwas vielleicht in die falsche Richtung. Aber ich sage es nochmal, beim Aufstellungsbeschluss hindert das nichts. Denn der B-Plan wird ja dann nochmal vorgelegt und mit dem betreffenden Bauwilligen besprochen. Und im Detail kann jeder sich dann auch noch weiterführende Gedanken machen, wie man so eine Stadt genau an dieser Stelle nicht, ist es ja ein sehr attraktives Stadtgebiet, wie man das auch mit stadtgeschichtlichen und anderen Dingen in Verbindung plant und bebaut. Ich werbe also für den ursprünglichen Antrag. So, danke schön, Frau Späte. Herr Seidelt, bitte. Ja, es ist ja bekannt, dass die Stadt Zeitz nicht gerade im Überfluss von Investoren besucht wird. Und deswegen haben wir uns in der Vergangenheit auch immer vehement dagegen ausgesprochen, wenn sich mal einer hier mit einer Baumaßnahme in Zeitz gemeldet hat, den gleich von Anfang an mit überzogenen Forderungen und Auflagen zu überhäufen. Bei diesem Bebauungsplan, über den wir hier sprechen, haben wir aber das Problem, wir reden nicht über einen Bebauungsplan für einen Edeka-Markt, sondern wir reden über einen Bebauungsplan für ein ganzes Stadtquartier.
ein Quartier, das eingezäunt wird von den Straßen Thomas-Mann-Straße, Schützenstraße, Bester-Lötzig-Straße, Van-Harnack-Straße und Wendischer Berg. Selbst das Gebäude der alten Drahtseilbahn ist in dieses B-Plan-Gebiet mit einbezogen. Wenn wir in diesem Quartier sämtliche städteplanerischen bisherigen Gestaltungsvorschriften aufgeben, dann können wir die Stadtplanung komplett einsparen. Man sollte den Investor nicht überfordern, im Rahmen seiner Möglichkeiten ihn aber darauf hinweisen, dass es hier um ein weit größeres Gebiet geht, als das, was er bebauen möchte, und dass es dort gewisse städteplanerische Vorstellungen gibt. Und was wir hier formuliert haben, ist ja mehr als butterweich. Es sind folgende Planziele angestrebt. Es wird nichts vorgeschrieben, es wird nichts festgelegt, es wird in dieser ersten Planungsphase ein städteplanerisches Ziel angestrebt. Also noch weicher kann man es nicht formulieren, wenn man nicht jegliche Stadtplanung aufgeben will. Dankeschön, Herr Seidelt. Gibt es weitere Anfragen? Herr Pesalski, noch mal eine Nachfrage. Im Großen und Ganzen muss ich Roland sogar recht geben. Roland, du hast recht. Aber von Herrn Immisch wurde uns schon gesagt, das ist dann ein Mittel, um diese Sachen durchzusetzen. Und wenn wir die Mittel in die Hand geben und dann der Investor dazu verdonnert wird, Mauern zu bauen, dann sehe ich euch mal, wie es wieder ausgeht. Also ich würde diesen Passus rauslassen. Wir haben im Hauptausschuss auch diskutiert. Ich möchte hier nicht wieder jemanden verkraulen, bevor wir überhaupt jemanden hier aus in Zeitzer noch dazu gesagt, der sich bereit erklärt, hier wirklich mal was zu tun in der Stadt. So, danke schön, Herr Pesalski. Gibt es noch Wortmeldungen? Das kann ich nicht erkennen. Herr Immisch, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen, bitte. Es tut mir leid, Herr Pesalski, aber das kann ich so nicht stehen lassen, weil das nicht stimmt, was Sie sagten. Ich habe genau das formuliert, vielleicht in einer anderen Formulierung, was Herr Exler und Herr Seidelt beide gesagt haben, dass ich betont habe, es steht dort angestrebt. Es ist ein Ziel, was Herr Seidelt sagte, butterweich, ich habe einen anderen Begriff verwendet, aber was eigentlich nur ein Planziel ist. Und dem ist nicht entgegenzusetzen erstmal. Alles andere ist gesagt. Ich verwahre mich nur dagegen, dass ich im Hauptausschuss gesagt hätte, dass wir das deswegen reingenommen haben, um den Investor dort praktisch zu zwingen. Das habe ich im Hauptausschuss, Sie werden auch das Protokoll angucken können oder einen Mitschnitt, niemals gesagt. So, Herr Strauch, bitte. Dankeschön, Herr Immisch. Bitte, Herr Strauch. Einige waren ja zum Bauausschuss nicht anwesend, weil ja nur die Mitglieder dort beraten können. Ich habe hier vorne, oder wir haben hier vorne auf dem Präsidium ein Modell von diesem gesamten Bauvorhaben. Also man könnte sich ja einigen, bevor wir hier abstimmen, dass sich vielleicht die Interessierten, ja, am Modell sieht man es noch schöner. Wir hatten ja einen Vorschlag, Herr Exler, ist in Ordnung. Wenn sich jemand interessiert, könnte er sich ja das Modell nochmal anschauen. Da geht es um die Mauer oder nicht Mauer. Und da kann sich jeder ein eigenes Bild machen. Wird gewünscht, dass wir in eine kleine Pause eintreten, damit das Modell besichtigt werden kann, weil es nun schon zur Verfügung steht. Dann würde ich sagen, wir unterbrechen für 5 Minuten und die interessierten Stadträte schauen sich bitte das Modell an. Sehr geehrte Damen und Herren, die Fraktion ALL AfD beantragt, die Arbeitsgruppe Kunst im öffentlichen Raum nicht zu bilden. Begründung. Sowohl der Oberbürgermeister als auch mehrere Fraktionen im Stadtrat haben sich in den vergangenen Wahlkämpfen für eine verstärkte Bürgerbeteiligung ausgesprochen. Die Frage nach dem besten Standort muss nicht zwingend durch eine kleine Gruppe von Stadträten, Verwaltungsangestellten getroffen werden. Es sollte unseres Erachtens eine Online-Abstimmung zu verschiedenen Standorten, zum Beispiel Altmarkt, Brühl, Schlosspark, Wendische Straße geben. Diese ist von der Stadt Zeitz zu organisieren. Alternativ besteht nach Abstimmung mit der Mitteldeutschen Zeitung auch die Möglichkeit einer Abstimmung über die örtliche Presse. Für Bewohner, die keinen Internetzugang haben, kann die Touristinformation die Abstimmung entgegennehmen. So soll gewährleistet werden, dass ein Großteil der Zeitzer Bürger und vor allem auch die zahlreichen Spender mitbestimmen können, an welchem Standort das Kunstwerk stehen soll.
Dankeschön, Dr. Röhler. Bitte, Herr Oberbürgermeister. Danke. Meine Damen und Herren, diese Beschlussvorlage dient ausschließlich dem Ziel, eine kurzfristige Lösung in dieser Sache herbeizuführen. Sie soll lediglich eine Möglichkeit eröffnen. Es steht jedem natürlich frei, dagegen zu stimmen oder eine Verweisung oder die Verweisung in einen Ausschuss zu beantragen. Wie gesagt, es soll nur eine Möglichkeit eröffnet werden, zum Zuckerfest noch eine Lösung zu finden. Wir wollten niemanden übergehen, sondern eben diese Möglichkeit schaffen. Es besteht natürlich alternativ die Möglichkeit, keinen Standort zu finden und die Skulptur zum Zuckerfest dennoch zu enthüllen. All diese Möglichkeiten und noch viel mehr sind, denke ich, gegeben. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Oberbürgermeister. Frau Späte, bitte. Herr Vorsitzender, verstehe ich die Einlassung auch des Herrn Oberbürgermeisters jetzt so, dass dieses Gremium ausschließlich für dieses eine Werk berufen wird und anschließend sich wieder auflöst? Wenn dem so ist, kann ich meine weiteren Ausführungen streichen. Für den anderen Fall möchte ich auch hier sagen, ich bin ein wenig überrollt von dieser Vorlage, nicht ich persönlich, sondern von diesem ganzen Hin und Her, weil es gibt sehr gute Handreichungen des Deutschen Städtetages, wie Kunst im öffentlichen Raum, wie damit verfahren werden kann und wie man solche Dinge regelt. Und ganz aktuell mit Ende dieses Monats, Ausschreibungsende 26. September, macht es die Stadt Meißen vor, wie man so etwas macht. Und ich kann nur sagen, das ist vielleicht jetzt, was dieses eine, nun ja, bronzegegossene Werk betrifft, hat das eine Vorgeschichte, okay, aber entweder der Stadtrat sagt jetzt, wir berufen eine solche Gruppe, und dann ist die auch berufen für die Wahlperiode. Herr Heldrich, ich bitte um Disziplin. Oder es wird jetzt klar gesagt, dass diese Arbeitsgruppe nur für dieses eine Werk berufen wird. Das bitte ich zu klären. Dankeschön. Vielleicht kann mir das auch der Oberbürgermeister beantworten. Herr Oberbürgermeister, möchten Sie Antwort geben? Nach dem formulierten Text ist es so, dass diese Arbeitsgruppe eine nicht nur einmalige Funktion haben soll. Das könnte man natürlich durch eine Änderung klarstellen in beide Richtungen. Darf ich das so verstehen, dass das dann bedeuten würde, dass man hernach, wenn man nur dieses eine Werk betrachten will, sich also Möglichkeiten offen hat, diese Dinge auch, weil es ist für die Stadt wichtig, das zu regeln, das haben wir an anderen Stellen schon gemerkt, dass man also hernach nochmal in Ruhe die Möglichkeiten auch erörtert, wie man Kunst im öffentlichen Raum in Zeitz betrachtet und auch darüber entscheiden kann, was man dann macht. Ob man eine Kommission beruft aus Fachleuten oder ob man das so macht, wie es jetzt hier aufgeschrieben ist. Das kann man ja später noch mal neu machen, wenn wir jetzt das nur für dieses eine Werk machen. Können Sie die Frage noch mal stellen in etwas kürzerer Form, bitte? Kann ich dann davon ausgehen, für den Fall, dass wir diese Kommission nur für das eine Werk machen, dass danach im November 2016, wenn das Zuckerfest vorbei ist, das Thema Kunst im öffentlichen Raum erneut auch innerhalb des Hauses beraten werden kann, wie man damit umgeht? Gut, danke schön. Dann ist meine Frage beantwortet. Dann bleibt es bei der Vorlage. Danke. So, danke schön, Herr Exler, bitte.
dann der Herr Heller und dann der Herr Seidelt. Ja, man merkt immer wieder, Kunst liegt im Auge des Betrachters. Und weil ich mir das nicht anmaßen konnte, Kunst einzuschätzen, das gebe ich zu, bin ich kein Fachmann, Herr Bosalski, habe ich den Beschlusstext sehr aufmerksam durchgelesen, war bis vor kurzem, also bis vor 3 Sekunden, der Annahme, dass wir generell über Kunst im öffentlichen Raum reden wollen, unter dem Hintergrund des Kunstwerkes, was durch Mitteldeutsche Zeitung und so weiter uns ja schon bekannt ist. Wichtig ist es auch, um das auch den Antrag, vielleicht da eine kleine Gegenrede, es ist wichtig, den Standort zusammen mit dem Künstler zu finden. Deshalb wird es vielleicht ein bisschen schwierig, was so eine Online-Geschichte betrifft, aus meiner Sicht. Aber ich bitte also nochmal um Klarstellung, wir haben ja die Möglichkeit, man kann Anträge zurückziehen, man kann sie natürlich ändern. Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht als Fraktion, wir haben auch einen Vertreter benannt oder zu benennen, weil wir uns gesagt haben, das soll eine Arbeitsgruppe sein, die sich irgendwie länger mit dem Thema Kunst im öffentlichen Raum beschäftigen soll. Natürlich jetzt erstmal mit dem gerade vor unserer Rathaustür stehenden Kunstwerk, was nur aufgestellt werden soll. Aber ich bitte ganz deutlich um Klarstellung gesagt, man kann zurückziehen, man kann sonst das Stadtrat natürlich verweisen, aber ich dachte eigentlich, dass das jetzt nicht so tragisch wird, da ein paar Vertreter zu benennen, wie auch immer die Fraktionen das sehen. Die Gruppe trifft sich und dann kann man bestimmt auch die Dinge erörtern und den Bürgern von Zeitz vielleicht mehrere Möglichkeiten aufzeigen und dann eine geeignete Form der Abstimmung finden. Die Mitteldeutsche Zeitung ist mir lieb und teuer, aber da steckt es schon drin. Die Mitteldeutsche Zeitung wird ja nun nicht von allen Zeitern gelesen. Ich würde mich freuen, aber das ist ja leider nicht so. Also ich bitte nochmal um Klarstellung, sind wir beim eigentlichen Beschlusstext oder wird der von der Verwaltung geändert oder, ja, bitte. Also noch einmal, diese Beschlussvorlage ist sozusagen nur eine Vorlage, die zur Diskussion gestellt ist. Ich nehme selbstverständlich gerne Änderungsanträge oder zur Formulierung, zur Klarstellung entgegen, beziehungsweise tut das Herr Borde. Die Frage ist, ob man überhaupt so vorgehen möchte. Und das ist zu diskutieren. So, jetzt ist der Herr Heller dran. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt natürlich die Möglichkeit, die Bürger zu beteiligen, was ich grundsätzlich für richtig halte. Es gibt auch Richtlinien, da hatte Frau Späte recht, die als Grundlage für solche Verfahren dienen. Und da hätte ich mir einfach von der Verwaltung gewünscht, dass solche Verfahren einfach angestoßen werden und das nicht einfach aus der Stadtratsmitte kommen muss. Noch bedauerlicher ist eigentlich, dass die Vorlage nicht mal im Bildungs- und Ausschuss beraten werden konnte. Ich glaube, mit den Ziegen hatten wir schon eine ganze Weile zu tun und das wäre eine kleine Mühe gewesen. Ich kann mich sogar noch mit dem Gedanken anfreunden, eine einmalige Arbeitsgruppe für diesen Zweck zu bilden und dann das Ganze mal auf gesetzliche Grundlagen zu stellen und dann später eventuell nochmal eine neue Vorlage zu machen, wo die die Hinweise entsprechend berücksichtigt werden. So, der Herr Seidelt, dann der Dr. Weinhold. Ja, das Ansinnen, möglichst viele Zeitzer in kommunalpolitische Entscheidungsfindung einzubeziehen, haben wir immer begrüßt. In Kunstfragen kann das diffizil werden, muss aber nicht. Aber was wir überhaupt nicht verstehen, ist diese plötzliche Eile. Warum ist es nicht einfach möglich, das Kunstwerk zum Zuckerfest öffentlich zu präsentieren? Da kann sich jeder anschauen, wie groß ist es, wie sieht es aus, wo wird es am besten hinpassen. Dann kann in irgendeiner Form, meinetwegen auch während des Zuckerfestes, da kann schon ein Stimmzettel abgegeben werden oder eine Meinungsumfrage stattfinden. Das kann sogar ein Höhepunkt des Zuckerfestes werden. Und dann im Nachhinein gibt es aufgrund der abgegebenen Stimmen an den Kultur- und Bildungsausschuss oder der Kultur- und Bildungsausschuss nimmt das als Empfehlung und bereitet daraus einen Beschlussvorschlag für den Stadtrat vor. Das ist der ganz normale Weg. Da kann man in Ruhe darüber reden, wie soll der Sockel aussehen, wo soll es hin. Was jetzt in den nächsten 3 Wochen oder 4 Wochen bis zum Zuckerfest passiert, wird mit großer Sicherheit bloß Stückwerk werden. Dankeschön, Herr Seidelt. Bitte, Herr Oberbürgermeister. Herr Otto hat
dieses Denkmal in seinem Entstehen und diese ganze Angelegenheit schon seit längerem begleitet und Gespräche mit dem Künstler geführt und beide zusammen, beziehungsweise der Künstler, ist dann an Herrn Otto herangetreten und hat den Wunsch geäußert, die Aufstellung zum Zuckerfest zu ermöglichen. Daher hat Herr Otto diese Beschlussvorlage entworfen. Und aufgrund der Zeitknappheit bzw. Fristen ist eben so über mich eingebracht. Das ist der Grund. So, bitte Herr Dr. Weinhold. Ich kann mich der Meinung meiner Vorredner eigentlich nur anschließen, dass wir ein bisschen überrumpelt worden sind mit dieser Vorlage, weil aus zeitlichen Gründen das nicht möglich war, das im Kulturausschuss, wo eigentlich solche Dinge besprochen werden, zu diskutieren. Wir sind also auch quasi überrascht gewesen. Ich würde hier gerne vorschlagen, dass wir diese Beschlussvorlage lediglich jetzt für das eine Kunstwerk beschließen, dass das zum Zuckerfest aufgestellt werden kann. Und danach, wie wir zukünftig mit Kunstwerken im öffentlichen Raum umgehen, zunächst im zuständigen Ausschuss besprechen. Und dann, uns vielleicht orientieren an Positivbeispielen wie der Stadt Meißen oder Ähnlichem. Danke. Dankeschön, Dr. Weinhold. Frau Später, bitte nochmal. Dann möchte ich aufgreifen, was der eine oder andere, ich ja auch, hier versuchen in der Sache. Dann würde ich den Änderungsantrag stellen, der da lautet, die Arbeitsgruppe entscheidet abschließend unter Beachtung der Rechte des Künstlers über das Aufstellen und den Standort. Kommen wir jetzt zur Abstimmung oder gibt es noch weitere Anträge? Herr Rink, bitte. Guten Abend, Herr Oberbürgermeister. So wie ich die Sache sehe, dient die ganze Abstimmung, zu ermöglichen, das Gestell oder die Ziegen, Zuckerziegen, möglichst schnell zu präsentieren. Und dann brauchen wir nicht überlegen, wo sie präsentiert werden sollen, hier unten auf dem Rasenstück. Dazu gebe ich zu bedenken, da unten stand vor Jahren ein anderes Denkmal, das ODF-Denkmal. Das war dann einer Sichtachse im Weg, wurde verkleinert und zur Seite geräumt. Dieses ODF-Denkmal hat einen bestimmten Sinn. Ich glaube, dem Sinn genügen wir absolut nicht, widersprechen ihm sogar. Wenn jetzt ein Kunstwerk, wie auch immer geartet, in die Sichtachse gestellt wird, wo man vorher das ODF-Denkmal weggeräumt hat. Dankeschön, Herr Rink. Dr. Weinhold nochmal, bitte. Meine Meinung ist, dass wir diese Sachen nicht vermischen sollten. Das Denkmal des Opfers des Faschismus ist versetzt worden, ist beschlossen, hat aber jetzt nichts direkt mit dem Ziegendenkmal zu tun, das jetzt für das Zuckerfest bitte noch präsentiert werden möchte. Dass ich jetzt hiermit den Antrag stelle, dass wir diese Beschlussfassung für das Zeitzer Zuckerfest beschließen, dass nur dieses eine Denkmal der Ziegen jetzt aufgestellt werden soll. Und das soll die Kommission entscheiden, wo das hinkommt. Und im Demokratischen, dass wir das Denkmal noch aufstellen können. Und deshalb nicht generell den Antrag, so wie er jetzt ist, für alle zukünftigen Denkmäler oder Kunstwerke oder Ähnliches, sondern nur für dieses eine Ziegendenkmal, dass das noch aufgestellt werden kann. Dass wir das hiermit beschließen, dass das eine Gruppe von den 11 Leuten eben beschließen soll. Das ist mein Antrag. Ja, danke schön, Herr Dr. Weinhold. Ich danke Ihnen, Herr Exler, bitte. Ja, hin und her. Ich verstehe Herrn Weinhold, ich verstehe Frau Späte. Auch ich mache nochmal einen Kompromissvorschlag, bin das ja gewohnt.
beantrage den Beschluss oder den Beschlussvorschlag in den Kultur- und Bildungsausschuss so in Gänze zu verweisen, damit in Ruhe der Kultur- und Bildungsausschuss vielleicht die Argumente, die hier gefallen sind, noch mal abwägen kann. Und ich denke, hoffentlich wird der Oberbürgermeister mir zustimmen, dass die Verwaltung im Rahmen des Zuckerfestes die Präsentation der Ziege im Rahmen der Veranstaltung, das heißt also noch kein fester Standort, aber die Präsentation des Kunstwerkes organisieren kann. Und es kann in Ruhe der Stadtrat mit seinen Ausschüssen dieses Thema noch mal in Ruhe besprechen. Ich denke, wenn wir jetzt hier sagen, da stand mal das und jenes, dann kommen wir heute nicht weiter. Ich beantrage die Verweisung dieses Beschlusses in den Kultur- und Bildungsausschuss und hoffe jetzt, dass der Ball aufgenommen wird und die Verwaltung erklärt, dass wir im Rahmen des Zuckerfestes die Zuckerziege sehen, aber noch nicht an ihrem endgültigen Standort. Danke. Dankeschön, Herr Exler. Das war ein Geschäftsordnungsantrag, Herr Rink. Damit würde ich die Diskussion beenden. Wir kommen jetzt zur Beschlussfassung. Danke, Herr Rink. So, zunächst zum Geschäftsordnungsantrag von der Fraktion Freie Wähler Zeitz. Der Herr Exler hat beantragt für die Fraktion Freie Wähler Zeitz den Beschluss, die Beschlussvorlage zurückzuweisen in den Sozial-, Kultur-, Sportausschuss. Wer dem Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt um die Ja-Stimmen. So, danke schön. Gegenprobe. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Eine Enthaltung. Somit ist dieser Antrag beschlossen mit 28 Ja-Stimmen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 22. Informationsvorlage, Überprüfung der Mitglieder des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und des Bürgermeisters der Stadt Zeitz in der 6. Wahlperiode auf eine hauptamtliche oder inoffizielle Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst der ehemaligen DDR. Der Sonderbeirat hat mit Erschließung seiner Sitzung am 27.07.2016 seine Arbeit beendet. Die Überprüfung der Stadträtinnen und Stadträte einschließlich Oberbürgermeister und Bürgermeister ist erfolgt. Eine hauptamtliche, inoffizielle Tätigkeit der Stadträtinnen und Stadträte einschließlich Oberbürgermeister und Bürgermeister beim Ministerium für Staatssicherheit der ehemaligen DDR kann nicht festgestellt werden. Gibt es dazu noch Redeanträge, Diskussion? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 22, rufe auf Tagesordnungspunkt 23, allgemeine Anfragen sowie Informationen des Oberbürgermeisters. Herr Seidel, bitte. Herr Vorsitzender, ich entschuldige mich schon vorab, wenn ich diesen Tagesordnungspunkt allgemeine Anfragen für eine kleine persönliche Erklärung missbrauche. Ich versichere Ihnen aber, ich fasse mich kurz, weil es meine letzte Ansprache in diesem Stadtrat sein wird. Als ich im Herbst 1989 hier in Zeitz Mitbegründer der SPD war, und kurz darauf mit 12 Mitstreitern hier in den Zeitzer Stadtrat eingezogen bin, stand für mich damals eigentlich fest, das wird eine kurze Phase. Du beteiligst dich an der Vorbereitung und überlässt das dann anderen, die schwere kommunalpolitische Arbeit fortzuführen. Aus diesem Anschubvorhaben sind nun mittlerweile 26 Jahre geworden und nach langen Überlegen bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es jetzt eine gute Zeit ist,
einem Nachfolger auf unserer Wahlliste nachrücken zu lassen. Ich erinnere mich, oder als kurzen historischen Rückblick, bin ich stolz darauf, an einigen wichtigen Beschlüssen dieses Stadtrates mitgewirkt zu haben. Das hat angefangen gleich nach der Wende mit der Städtepartnerschaft mit Detmold. Das ging weiter über die Gründung der Stadtwerke Zeitz, über die Gründung der Stiftung Seniorenhilfe, die Gründung oder die Umwandlung des Stadtwirtschaftsbetriebes in den SSBZ. Und als kleine persönliche Erfolge für mich verbuche ich auch den Bau der Turnhalle in Rasberg und die Sanierung der Kindertagesstätte Kleine Strolche. Als Stadtrat habe ich persönlich nie den Anspruch erhoben, für alle Zeitzer da zu sein. Ich wollte nicht für die da sein, die unsere Stadt beschmutzen, die nur meckern, selber aber jegliches persönliches Engagement für die Stadt Zeitz vermissen lassen. Für die wollte ich nicht da sein und für die war ich auch nicht Ansprechpartner. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, das Wichtigste, was Zeitz braucht, um wieder auf die Beine zu kommen, ist eine gesunde und starke Mittelschicht. In diesem Zusammenhang müssen wir versuchen, Anbindung an die Boomregion Leipzig zu kriegen, viel mehr als das bisher uns gelungen ist. Man merkt, der Speckgürtel von Leipzig strahlt mittlerweile bis Begau-Kreuz aus. Es ist nur noch ein kleines Stück bis nach Zeitz, davon müssen wir partizipieren. Deswegen hatte für mich in meiner Stadtratstätigkeit Wirtschaftsförderung auch immer die oberste Priorität. Für mich waren Kultur und Tourismus Folgeerscheinungen einer prosperierenden Stadt. Ja, zum Schluss noch ein Wort an die Verwaltung. Obwohl ich in den vielen Jahren meiner kommunalpolitischen Tätigkeit zu den meisten Angestellten der Stadtverwaltung einen sehr guten, auch persönlichen Kontakt hatte, bin ich in den Haushaltsdebatten nie darum gekommen und ich verhehle es auch heute nicht, dass ich die Verwaltung oder dass ich die Stadt Zeitz in ihrer jetzigen Größe für überverwaltet halte. Daran haben Personalentwicklungskonzepte und Gebietsreformen nichts geändert, aber da werden Sie sicher in den nächsten Haushaltsdebatten noch reichlich Gesprächsstoff haben. So, das war's eigentlich. Ich persönlich wünsche Ihnen alles Gute, wünsche Ihnen noch viele kluge Entscheidungen im Interesse unserer Stadt. Und im wahrsten Sinne oder im doppelten Sinne des Wortes, machen Sie es gut. Danke. Gibt es weitere Anfragen? Also konkret jetzt Anfragen? Das ist nicht der Fall. Informationen, Herr Oberbürgermeister, an Ihrer Seite ist auch nicht der Fall. Somit schließe ich den Tagesordnungspunkt 23, schließe die öffentliche Sitzung, bedanke mich bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Vertretern aus dem Senioren- und Jugendbeirat.